Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM. Hi und herzlich willkommen. Heute ist Sonntag, der 13. November. Und wir haben heute drei Doku-Tipps für euch, die uns an ganz verschiedene Orte der Welt mitnehmen. Es geht nach Australien, Bangladesch und in die Ukraine. Und dort starten wir auch heute. Vor 9 Jahren veränderte sich der Kampf um die Demokratie in der Ukraine. Losgetreten durch einen Facebook-Aufruf haben sich monatelang tausende Menschen auf dem Maidan-Platz in Kiew getroffen. Bei den eigentlich friedlichen Protesten sind mehr als 100 Menschen gestorben, viele weitere wurden verletzt. Zwar führten die Proteste auch dazu, dass der damalige Präsident Viktor Janukowitsch gehen musste, doch für den russischen Präsident Wladimir Putin waren sie auch ein Vorwand, die Krim zu annektieren und den Donbass anzugreifen. Mitten in den Protesten sind auch die drei AktivistInnen und JournalistInnen Serhii Leschtschenko, Svetlana Salishchuk und Mustafa Nayem. Sie bekämpfen die Korruption im Land und setzen sich für gleiche Rechte für alle ein. Die Doku Generation Euromaidan – Sehnsucht nach Demokratie begleitet die drei über 9 Jahre. Hier nochmal ein Rückblick, wie alles anfing. Im Jahr 2013 ruft der ukrainische Journalist Mustafa Nayem in einem Facebook-Post zu friedlichen Protesten auf. Kurz vorher hat der damalige Präsident Viktor Janukowitsch sein Versprechen gebrochen, die Ukraine der EU anzunähern. Viele Menschen sind empört und immer mehr versammeln sich auf dem Maidan, dem Platz der Unabhängigkeit. Unter ihnen ist auch die Aktivistin Svetlana Salishchuk. Die Revolution bekommt einen Namen: Euromaidan. Die Doku Generation Euromaidan – Sehnsucht nach Demokratie findet ihr jetzt in der ZDF-Mediathek. In unserem zweiten Doku-Tipp geht es um Menschen im Süden von Bangladesch. In der Doku Die Chauras von Bangladesch leben besagte Chauras im Einklang mit dem Fluss Yamuna. Der Fluss ist für sie Lebensgrundlage und Bedrohung in einem. Denn durch ihn entstehen im Wechsel von Monsun und Trockenzeit neue Inseln mit fruchtbaren Böden, sogenannte Schwemmlandinseln. Auf diesen Inseln leben die etwa 3 Millionen Chauras zeitweise. Die Flut liefert den Chauras Fische und Freude. Aber sie nimmt sich auch die alten Chors. Nagt an ihren Uferkanten, überflutet die Inseln, bringt Leid über die Menschen. Wie Nomaden ziehen die Chauras von einer zerstörten auf eine neu auftauchende Insel. Aber daran sind sie gewöhnt. Sie wissen, der Fluss schenkt ihnen fruchtbare Böden, auf denen sie wieder anbauen und arbeiten können. Ein hartes Leben, das der Klimawandel noch verstärken wird. Denn durch ihn werden die Extreme von Monsun und Trockenzeit noch zunehmen. Die Dokumentation Die Chauras von Bangladesch – Leben zwischen Fluch und Segen findet ihr ab jetzt in der Arte-Mediathek. Unser letzter Doku-Tipp hat einen ziemlich bekannten Host, nämlich Zac Efron. Viele kennen den einstigen Disney-Star noch aus der Highschool-Musical-Reihe, aber Zac Efron ist nicht nur Schauspieler, er reist auch gerne mit einem Kamerateam um die Welt. In der Doku-Serie Um die Welt mit Zac Efron bereist er seltene Orte, trifft Menschen, die nach Lösungen für ein besseres Leben auf dieser Welt suchen und genießt lokale Spezialitäten. In der ersten Staffel ging es unter anderem nach Italien, Puerto Rico und Costa Rica. In Staffel 2 sind Zac und sein Team in Australien unterwegs. Wir erkunden so viele Gebiete wie möglich. Von Berggipfeln, schönes Büro, bis zu Korallenriffen. Und unterwegs probieren wir die besten Speisen, oh mein Gott, die es hier gibt. Frischer geht's nicht. Auf gutes Wasser. Wir treffen echte Pioniere der Forschung. Dort werden sie gesammelt, vermischt und an die gesamte Biosphäre verteilt. Die nach einer sauberen, besseren und nachhaltigeren Art zu leben suchen. Was sie dabei vom Mikrokosmos Australien gelernt haben, muss dann nur auf den ganzen Planeten übertragen werden. Wahnsinn. Und zum Schluss noch ein bisschen Gossip. Die Dreharbeiten in Australien haben Zac Efron anscheinend so gut gefallen, dass er gleich ganz dorthin gezogen ist. Außerdem gab es Streit, denn Netflix soll die Idee zur Serie von dem australischen Filmemacher und Model Ben Whedell geklaut haben.
Das hat den Streamingdienst trotzdem nicht davon abgehalten, gleich noch eine zweite Staffel zu drehen. Die neuen Folgen von Um die Welt mit Zac Efron findet ihr ab jetzt bei Netflix. Das war's von uns für heute. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag mit abwechslungsreichem Doku-Programm. Wenn euch gefällt, was wir hier tun, dann schreibt uns doch gern an kontakt@detektor.fm. Über Feedback, Anregungen und Kritik freuen wir uns natürlich immer. Außerdem könnt ihr uns auch folgen. Das geht zum Beispiel bei Spotify. Und dann verpasst ihr auch keine Folge mehr. Diese Folge hat Florian Drexler produziert. Von Sarah-Marie Plikard kamen die Tipps. Und mein Name ist Eileen Frozina. Ich sage ciao, bleibt gesund und wenn ihr mögt, bis morgen. Wir hören uns. Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast-Radio Detektor FM.